Class Xerion 5000. Der Xerion 5000 war als allradgelenkter Universalschlepper im Test dabei. Befeuert wird er von dem OM 471 LA von Mercedes-Benz mit 12,8 Litern Hubraum und 2450 Newtonmetern bei nur 1200 Umdrehungen. Die Abgasstufe 4 erreicht der Motor ohne Partikelfilter und ohne Dieseloxidationskatalysator. Der Dieselvorrat beträgt trotz 190 Liter Zusatztank nur 930 Liter Diesel und 80 Liter AdBlue. Stolze 13,9 Tonnen Hubkraft gibt Class an, 195 Liter pro Minute sind Serie, wahlweise gibt es 80 Liter pro Minute dazu und oder sogar die Leistungshydraulik mit 250 Litern pro Minute bei 260 Bar. Der Aufstieg in die Kabine besteht aus 8 senkrechten Stufen. Oben ist nicht so viel Platz und es gibt weder eine Lederausstattung noch einen Drehsitz. Dafür sind 69 dBA unter Last sehr gut und auch das stufenlose Getriebe mit 50 km/h ist in dieser Liga die Ausnahme. Class kam für den Test gleich mit 2 Xerion 5000. Einmal mit 900er Single-Bereifung, einmal mit 710er Doppelbereifung. Mit den 900er Rädern war der Xerion 3,24 Meter breit und bringt schon ohne die 4,6 Tonnen Ballast die maximal zulässigen 18 Tonnen auf die Waage. Möglich sind allerdings auch 3 Meter Außenbreite und zukünftig erlaubt eine Zusatzachse 24,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Die gewaltigen 710er Doppelräder lohnen sich erst bei sehr langsamer Fahrt und sind mit 4,75 Meter nur innerbetrieblich einsetzbar. Das Ballastierungskonzept und die Reifenregelanlage gibt es ab Werk. Genauso eine drehbare Kabine, die den Xerion für andere Anwendungen interessant macht.